Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kollegin Westphaly, also uns hier vorzuwerfen, dass wir im Juni 2015 einen Antrag stellen, um Wahlkampf zu machen, also das geht ja nun komplett an der Sache vorbei, dass Sie am Ende, dass wir die Beratungen nicht schneller abschließen konnten, das lag ja daran, dass wir zahlreiche Anhörungen durchgeführt haben, das ist auch völlig in Ordnung, aber so einen Vorwurf hier zu machen, der geht doch völlig an der Sache vorbei. Aber ich habe mich wegen eines anderen Punktes gemeldet und da wird eben der grundsätzliche Unterschied in der Sichtweise zwischen Ihrer Partei und meiner Partei deutlich, nämlich bei der Frage Bürokratieabbau. Sie haben gesagt, Sie haben das geprüft und da blieb am Ende nichts mehr übrig, weil man natürlich Steuerbetrug bekämpfen wollte bei der Frage beispielsweise monatliche Umsatzsteuervoranmeldung. Und das ist genau der Unterschied. Wir sehen eben nicht hinter jedem Unternehmer einen Verbrecher und einen Betrüger, sondern wir sehen erstmal einen, der Verantwortung für die Gesellschaft übernimmt. Und diese Misstrauenskultur, die wollen wir eben nicht fördern, sondern wir wollen Mut machen zum Unternehmertum. Und das schafft man eben nicht dadurch, indem man permanent Misstrauen sieht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Grascher. Möchte jemand von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erwidern? Nein, Sie verzichten darauf. Okay, dann ist jetzt für die Landesregierung Herr Minister Olaf Lies dran, dem ich das Wort erteile. Bitte, Herr Minister. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal, selbst bei allen kleinen Details, ist ja eine Grundhaltung der Debatte deutlich geworden und auch, glaube ich, der politischen Diskussion. Wir sehen eindeutig, dass Existenzgründung, Start-ups wichtig für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen sind. Es werden neue Impulse gesetzt, definitiv. Übrigens, der neue Impuls auf der einen Seite kann auf der anderen Seite auch Dinge übrigen. Das wissen wir auch. Aber wenn wir es nicht machen, machen es andere. Deswegen ist das der absolut richtige Weg. Es ist also auch Wettbewerb, der dadurch entsteht. Und es ist natürlich auch die Chance, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Nur darauf zu setzen, dass die großen Unternehmen, die wir haben, auch auf morgen noch die Arbeitsplätze sichern, ist zu wenig. Sondern viele neue kreative Ideen können morgen dazu führen, auch wirklich in größerer Zahl Arbeitsplätze zu haben. Und deswegen ist die grundsätzlich positive Haltung, die auch hier im Landtag deutlich wird, ein ganz entscheidendes Signal, auch nach außen, auch in die Regionen, an die Menschen, die vielleicht sogar die Idee haben und sagen, wird das eigentlich wertgeschätzt, wenn ich einen solchen Weg gehe. Trotzdem merken wir natürlich, dass das nicht ganz einfach ist. Und dann kommt immer so eine Debatte auf, warum ist das eigentlich so? Erstmal will ich sagen, Niedersachsen ist das Land der Ideen und der Innovation. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine falsche Debatte führen und sagen, naja, in Niedersachsen, da geht das ja auch noch gar nicht und hier wird Innovation gar nicht gefördert. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind das Land der Ideen und Innovation, darauf können wir stolz sein. Dafür gibt es übrigens gute Beispiele. Und ich will mal eins nennen, weil das den Eindruck auch erweckt, wir seien ja auch gar nicht in so einer Start-up-Kultur. Das wird daran festgemacht, dass wir Start-ups heute daran festmachen, ob junge Leute in merkwürdigen Räumlichkeiten, die in der Regel nicht gut aussehen, sitzen und sich kreative IT-Ideen überlegen. Das ist ja nicht Start-up, was wir meinen. Das ist ein Teil davon. Auch, genau. Man kann auch in ganz normalen Arbeitsumfällen arbeiten. Erstmal, wir haben die Start-up-Kultur schlechthin und ich schaue mal Karl-Heinz Blahin, das Handwerk ist der Beleg dafür. Wir haben viele Unternehmen, die mit neuen Ideen, neuen Dienstleistungen, neuen Angeboten sich selbstständig machen. Deswegen glaube ich, darf man schon sagen, dass das Handwerk über all die Jahrzehnte sozusagen die Start-up-Schmiede in Niedersachsen auch gewesen in vielen Ländern. Das kann man auch mal positiv darstellen, finde ich, in der Darstellung. Das Zweite, Herr Minister, Sie haben gesehen, dass der Kollege Blei den Arm gehoben hat. Ja? Möchte ich da eine Frage stellen? Ich spreche niemand mehr persönlich an, aber er kann mir gerne eine Frage stellen. Ja. Bitte schön, Herr Blei. Herr Präsident, lieber Minister Olaf Lies, wir wissen, dass Sie den Status quo loben, was alles gut ist. Sie wissen aber auch, bevor ich jetzt einen Fall schildere, will ich Ihnen vielleicht die Frage dahinter stellen, aber erst den Fall schildern, wenn wir doch mittlerweile in Niedersachsen an die 35% der Unternehmen Probleme haben, überhaupt eine Unternehmensnachfolge zu finden. Ich darf aus eigenen Erfahrungen im eigenen Unternehmen vielleicht schildern, bevor ich die Frage stelle. Wenn ich einen Kompagnon habe, der 50% Anteile hat, das Unternehmen seit 35 Jahren besteht, jetzt möchte der mit 70 Jahren aussteigen und dieses zu verkaufen an meinen Junior. Wenn es denn Hilfestellung von Seiten des Staates gibt, wenn Sie mir die aufzeigen, wäre das schön. Wenn wir wissen, dass dieses bisschen, was es gibt an KfW oder diese Kleinigkeiten, ist kaum Unterschied zu dem, was die Hausbanken liefern. Was fehlt, ist eine Bürgschaft. Wenn er keinen Vater hätte, der finanziell hilft, würde das nicht machbar sein. Kollege Bleig, jetzt müssen Sie aber die Zwischenfrage stellen. Was tun Sie wirklich, damit solche Dinge in Zukunft für die Unternehmensnachfolge gelöst werden? Das sehe ich nicht in Ihrem Antrag, nur Prüfaufträge. Bitte, Herr Minister. Ja, sehr gerne, sehr geehrter Herr Blei. Zwei Dinge. Ich glaube auch, dass das Thema
Übergangsmanagement etwas ist, was man durchaus auch in den Bereich Startup mit einbeziehen kann, weil es ja sozusagen für den jungen Mann der oder junge Frau, die das Unternehmen übernimmt, eine Existenzgründungschance ist. Wir machen genau diese Beratung, weil alle Instrumente beiseite gelassen, über die Kammer übrigens, das wissen Sie auch, da stellen wir es ja genauso zur Verfügung. Und nach Möglichkeiten zu suchen, an den geeigneten Stellen Bürgschaften auszugeben, auch das machen wir. Also für Beratung stehe ich Ihnen, wie auch allen anderen, selbstverständlich gerne zur Verfügung. Und ich glaube, dass das ein durchaus wichtiger Hinweis ist, auch an der Stelle nicht nur auf neue Gründung neuer Unternehmen zu setzen, und das ist ja Ihr Ansatz gewesen, auch zu sehen, wie können eigentlich erfolgreiche Unternehmen weitergeführt werden. Auch das definitiv gehört dazu, nehmen wir sehr ernst, ist, glaube ich, aber nicht im Grunde der Schwerpunkt dieses Antrages gewesen, muss man sagen. Das muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert voneinander betrachten. Aber ich bin auf den Weg gekommen, wir sind erfolgreiche Start-up-Gründer. Und das Beispiel von Frau Vizepräsidentin Andretta war ja richtig mit Edison. Das Beispiel können wir auch für Niedersachsen nennen. Ich nenne mal das Garagenunternehmen Enercon. In der Garage entstanden hatte ein Unternehmer wie Alois Worben die verrückte Idee, dass man überall im Land Windenergieanlagen aufstellen kann. Das hat keiner ernst genommen. Und es gab am Anfang, darüber ärgern sich die Hausbanken übrigens heute noch, die keine Chance haben, mit ihm Geld zu verdienen, gar keine Bank gegeben, die das finanziert. Aber es ist eine Innovation, eine Idee aus unserem Land. Also wir müssen nur, finde ich, aufpassen, dass wir die Erfolge Niedersachsens, wo wir Gründer sind, wo wir Innovationen vorantreiben, wo wir Entwicklung vorantreiben, dass wir die in den Vordergrund stellen. Weil wenn wir sagen, hier geht das nicht, dann kommt auch keiner. Wir müssen zeigen, wie erfolgreich wir sind. Und ich glaube, dass wir tolle Beispiele in Niedersachsen haben, die das wirklich eindrucksvoll machen. Man könnte auch noch in den Süden zu Otto Bock gehen, dann sehen wir es nämlich genau in der gleichen Form in einer ganz anderen Branche. Also das zeigt, glaube ich, wie stark wir an der Stelle sind und dass der Gründergeist seit Jahrzehnten, Gott sei Dank, schon vorhanden ist und dass wir darauf aufsetzen müssen und aufbauen müssen. Aber natürlich sehen wir auch, dass die Dynamik, die wir uns wünschen, nicht ganz so eintritt. Auf 10.000 Erwerbsfähige gab es im Bundesdurchschnitt 29 Gründungen, in Niedersachsen 26 Gründungen. Da wünschen wir uns mehr Dynamik, aber auch da, wir haben das beim letzten Mal diskutiert, der wirklich gute Arbeitsmarkt. Machen wir uns mal nichts vor. Wir reden auf der einen Seite über Fachkräftesicherung und die Chancen, dass junge Menschen gut qualifiziert hervorragende Jobangebote bekommen. Und alternativ dazu steht die Idee, mach dich doch selbstständig. Das ist, sagen wir mal, eine Konkurrenzsituation, die fast ärgerlich ist, weil die vielen klugen Ideen, die die haben, gehen natürlich ein Stück weit verloren. Deswegen ist das auch richtig, das sozusagen sehr stark auch dagegen zu setzen und das wirklich auch anzureizen, dass wir junge Leute dafür gewinnen. Da ist noch Luft nach oben und die Zahlen auf dem Arbeitsmarkt zeigen aber natürlich, wie gut der gerade an der Stelle ist. Deswegen sehen wir mal die Schwankung, ist der Arbeitsmarkt schwierig, steigt die Gründungszahl, ist der Arbeitsmarkt gut, sinkt sie wieder. Aber das ist ja keine Grundlage, da sind wir uns auch einig, auf der wir uns entsprechend ausruhen sollen. Es gibt die Untersuchungen, die gemacht wurden, der KPMG Startup Monitor 2016, darüber ist berichtet worden. Auch übrigens darüber, wie intensiv unsere Regionen unterwegs sind. Also Oldenburg, wir nehmen das wahr, die oft da sind, die das TGO sehen, die vielen anderen Bereiche nehmen, ist inzwischen zu einer interessanten Region geworden. Das gilt für Hannover, das gilt übrigens auch für Osnabrück. In starkem Maße in Osnabrück, gerade zum Beispiel im Bereich Agrar und Ernährung. Und das ist genau der Unterschied, den wir in Niedersachsen deutlich machen müssen. In Berlin, da kann man eine Start-up-Szene im Fintech-Bereich gründen und da kann man sich ansiedeln, weil es da vielleicht hip sein mag. Wenn man aber eine Gründung machen will, die in enger Kooperation mit führenden Unternehmen dieser Branche stattfindet, dann geht das in Niedersachsen, weil wir alle Branchen haben. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns nicht ein Abbild erzeugen von Berlin und sagen, wir wollen eine hippe Stadt in Niedersachsen haben, sondern wir müssen deutlich machen, dass wir all die Schwerpunktbranchen haben, die die Chance für Existenzgründer bieten. Übrigens weit verteilt in dem Flächenland Niedersachsen. Eine Riesenchance, die sollten wir nutzen, weil das stärkt auch die Flächenregion, die wir in Niedersachsen haben und stärkt auch vor allen Dingen die Qualitäten, auch die Hochschulqualitäten, die wir dort vor Ort haben. Das sind alles Dinge, die wir voranbringen müssen. Wir müssen